Hallo ihr Lieben, jetzt geht's um das richtig krasse feste Band. Ich zeige euch nochmal im Vergleich, das ist das lockere und das ist schon ein bisschen ein festeres Teil. Lohnt sich aber auch das zu kaufen. Ich verwende das normalerweise, jetzt zeige ich wieder dorthin, wo du nicht hinschauen kannst, aber ich verwende das normalerweise als Hilfe für Klimmzüge, das heißt ich bringe das Band sozusagen fest an oben und steigt dann in die Schlaufe und das drückt mich dann hoch oder hilft mir dabei, mich hochzuziehen. So. Aber heute möchte ich dir zeigen, was man noch damit machen kann. Und zwar zeige ich dir eine meiner Lieblingsübungen für den Hintern. Dafür muss ich mich jetzt kurz aufsetzen. Also du nimmst das Band, du nimmst es so, steigst mit jeweils so, dass du das sehen kannst, rein und am besten mit geradem Rücken. Spannst du dich dann ein. So. Dann, wahrscheinlich gibt es auch eine körperschonendere Methode, wie du da reinkommst in diese Position, aber ich merke es mir so am leichtesten, deswegen mache ich so. Aber prinzipiell kannst du auch einfach so reinstehen in die Schlaufe und dann das Ganze so drüber haben. Und was machst du? Klassisch die Brücke, wichtig dabei, richtig fest den Hintern anspannen und viele Trainer empfehlen bei irgendeiner gewissen, also bei der Anspannung ausatmen und dann wieder einatmen. Ich sage, atme einfach, gerade wenn du anfängst, atme einfach. Egal wie du atmest, nicht die Luft anhalten. Und du kannst diese Position ein bisschen halten oder eben schön auf und ab bewegen oder zum Beispiel in eine wunderschöne Leiter trainieren, also das heißt eine Wiederholung, eine Sekunde Pause, zwei Wiederholungen, zwei Sekunden Pause und so weiter. Genau, bis du dann nicht mehr kannst, bis die Leiter, die letzte Stufe der Leiter erreicht ist für dich. Ja, also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich dir empfehlen kann. Auch da gibt es meistens verschiedene Möglichkeiten, also dickere Bänder auch noch, also da drüben habe ich noch ein kleineres und auch dickere. Da gibt es auch sehr viele Übungen damit zu machen, aber wenn du starten möchtest und dir noch kein Set kaufen möchtest, empfehle ich dir eben so eine Stärke, weil das ist nicht zu dünn und nicht zu dick und damit kann man schon was anfangen. Genau, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du dir weitere Übungen anschaust auf meinem Kanal mit diesen wunderbaren Bändern und wünsche dir viel Spaß beim Testen.